Oh, was ein Morgen, Alter. Ich habe aber echt lange geschlafen, Mann. Das war ja schon fast eine Woche oder so. Was ist denn so passiert hier? Schauen wir mal. Oh, das sieht ein bisschen anders aus hier. Oh, ich habe langsam auch mal ein Wohnzimmer hier irgendwie. Aber sieht irgendwie noch ein bisschen langweilig aus. Also hier gibt es ja nicht wirklich viel zu tun im Wohnzimmer. Noch eine schöne Pflanze. Oh, Rüstung. Die muss mir aber jemand dahingestellt haben. Also irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, Rüstung gehabt zu haben. Okay, cool. Ja, hier hat sich so einiges geändert. Ich zeige euch mal, was ich so draußen ein bisschen gemacht habe. Hier hat sich auch nicht besonders viel geändert. Ein paar Wege. Hier nochmal so ein kleiner Zaun, damit ja, ich die Angreifer fernhalten kann und so. Tiere sind jetzt nicht besonders mehr geworden irgendwie, aber ich versuche irgendwie soweit mein Bestes. Und hier unten an der Farm hat sich auch einiges getan. Oh, das Ding hier muss weg. Hier habe ich nochmal einen Steg hingebaut. Hier bei der Farm hat sich auch einiges getan. Alles ist relativ hochgewachsen. Ich habe jetzt mittlerweile Karotten und Kartoffeln. Die habe ich vor kurzem sogar irgendwie geschenkt bekommen wieder von jemandem und es scheint so, als seien hier noch andere Leute in der Welt. Also ich meine die Rüstung und die Kartoffeln und alles mögliche. Ich glaube, ich mache mich gleich mal auf den Weg und schaue mal, ob hier noch irgendwelche Leute in der Umgebung sind, weil es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie Geschenke bekomme, obwohl ich auf einer einsamen Insel bin, weil ich meine, da hinten ist ja auch eine einsame Insel, aber ich habe ja bis jetzt auf meiner ersten Erkundungstour nichts gefunden, außer den Tod. Ja, ich nehme am besten jetzt erstmal ein bisschen was zu essen mit hier schnell und hole mir auch meine Rüstung und dann schaue ich mal, ob ich was in die Richtung von meinem neuen Steg finde irgendwie. Weil ich meine, so ist es auch einfacher, generell an meine Insel zu kommen. Hier komme ich ja auch immer rein und so. Und was ich noch gebaut habe, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Ich habe mir einen kleinen Keller gebaut. Das heißt, man kann jetzt hier so das ganze Zeug storen. Hier oben kann ich Zeugs reintun und das kommt hier unten in eine kleine Kiste rein. Und ja, das ist schon mal ziemlich solide. Aber ich nehme jetzt erstmal hier die Rüstung. Lalalilalup. Und ich würde sagen, dann steigen wir mal in unser Boot. Wo habe ich das denn? Hallo Kuh, was geht ab? So. Ich glaube, ich sehe, da ist ein Turm. Was ist das? Ist das jemand da vorne? Da ist jemand. Hallo? Der sitzt auf seinem Schwein. Hallo? Hallo? Wer ist das? Hallo? Ach, wer sind Sie? Sind du. Sie total verrückt? Wie ich du? Ich hab dich schon erwartet. Wie, du hast mich erwartet? Ja, du, ich hab eine kleine Erkundungstour gemacht und du lagst irgendwie bewusstlos bei dir in deinem Was? Bett und... Hast du mich in dieses Labor geschleppt? Welches Labor? Das Labor, ich weiß nicht, du bist der Erste, den ich bis jetzt hier treffe, irgendwie. Nein. Von einem Labor weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du in deinem Bett warst, hier in die Richtung, ganz, ganz, ganz weit. Weil du so erschöpft aussahst, habe ich dir etwas dagelassen, eine Kartoffel und Rüstung, die du gerade hast. Oh, danke dir, das ist ziemlich nett von dir. Du sahst irgendwie sehr hilflos aus. Oh, danke. Ich war ziemlich hart am Ende, ehrlich gesagt. Ich hatte so gut wie gar nichts. Ich sehe auch gerade, ich habe hier sogar neues Werkzeug. Das scheint auch irgendwie von dir zu sein. Ein Schwert. Nein, keine Sorge. Aber warum hast du auf mich gewartet? Was wolltest du mir zeigen? Nein, ich habe irgendwie... Kannst du meine Fragen beantworten? Wo sind wir? Weißt du vielleicht, warum wir irgendwie... Von welcher Crew bist du überhaupt? Also ich bin hier mit meiner Crew unterwegs gewesen in den Meeren. Wir haben eigentlich nach Fracht gesucht, was auch verloren gegangen ist von einem anderen Schiff. Und dann sind wir einfach nur untergegangen. Also seid ihr vielleicht die Crew von dem anderen Schiff oder? Ursprünglich waren wir eine Handelscrew mit meinem Captain, der ist in die Richtung. Und noch einem anderen, der in die Richtung liegt. Also sind hier ja, wohl scheinbar noch mehr Schiffe ja, untergegangen. Es sind einige Leute. Es gibt, ich weiß nicht, du warst wirklich sehr lange bewusstlos, oder? Ja, ziemlich lange. So viel ich mitbekommen hast, es hat sich schon richtig was hier. Ich war auch ziemlich erschöpft. Ich habe ungefähr eine Woche jetzt nochmal geschlafen. Also, es war. Hier. Ja, ein bisschen Brot. Danke dir. Also, es scheint so, als wären wir ganz, ganz viele Schiffsbrüchige. Aber wo sind wir hier überhaupt? Ich habe gar keinen Schimmer, wo wir sind. Ist das sowas wie das Bermuda-Dreieck oder so? Oh, ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es hier kein Entkommen gibt. Selbst wenn ich. Ich habe es schon versucht. Ich bin unvorstellbar lange in eine Richtung gefahren und ich habe nichts gefunden. Und die Wellen wurden immer stärker, oder? Es ist so, als wäre es eine Strömung und das Ganze hier würde sich einfach nur in einem Kreis bewegen. Also das, was du gerade eben erwähnt hast mit dem Labor, das habe ich jetzt irgendwie, also... Ich glaube, ich muss dem Ganzen noch auf den Grund gehen. Ich will dich da auch nicht zu sehr reinziehen, um ehrlich zu sein. Nein, das ist kein Problem. Du bist auf jeden Fall nicht der Einzige, dem es so geht hier. Es sind sehr viele Leute da und wenn du ein Pirat bist, dann nimm dich in Acht vor der Marine. Die Marine? Ja. Es ist ganz, ganz, ganz verstrickt, ja. Wirklich verstrickter, als du denkst. Du weißt nichts. Du weißt noch nichts. Ich weiß am besten nichts. Und vor allem nicht von dir. Und ich würde sagen, Du wirst doch schnell rausfinden. Das war schon ziemlich aufschlussreich und ich hoffe, ich werde bald noch mehr herausfinden. Und, weiß nicht, was ist denn bei dir jetzt in letzter Zeit so passiert? Ist irgendwas Interessantes passiert in deinem Piratenleben? Oh ja. Ja?
Dann würde ich sagen, dann schaut einfach mal in dem interessanten Piratenleben von Herr, wie spricht man deinen Namen aus? Kruze? Cruz. Cruz. Guck mal bei Cruz vorbei. In der Beschreibung. Spanier. In Spanier. Oh, sag mal über Spanisches. Tengo cojones grande. Oh, cojones grande.